Im Leben und um dieses Straucheln, wenn man außer Balance ist, dass Balance gerade mal die Grundlage ist, Leben zu genießen und dass friedvoll zu sein in dem Moment eine Grundvoraussetzung fürs Leben ist, im Leben zu erfahren. Das ist nicht das Ziel, Frieden zu haben, es ist nicht das Ziel, friedvoll zu sein. Weil manche das so als höchstes Ziel sehen. Friedvoll ist eine Grundvoraussetzung, um Leben zu erfahren. Man kann das ganz gut vergleichen mit einem Fahrrad. Wenn ihr auf dem Fahrrad hockt, das erste Mal, und dann geht ihr da drauf und ihr verliert fast die Balance. Und dann seid ihr nur am Schauen, oh, wie halte ich die Balance auf dem Fahrrad? Da schaut ihr nicht links, rechts, da schaut ihr nicht die schöne Landschaft an, da schaut ihr euch nicht den Berg an, da erfahrt ihr nicht irgendwie, was da links und rechts ist. Ihr seid nur dabei, das Gleichgewicht zu halten. Genauso ist es mit dem Frieden in eurem Leben. Wenn ihr friedvoll seid, das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, um Leben zu erfahren, um was im Leben zu tun. Erst wenn du die Balance auf deinem Fahrrad erlangt hast, dann kannst du links schauen, dann kannst du rechts schauen, dann kannst du den schönen Fluss anschauen, der links von dir vorbeifließt, du kannst dir rechts die schönen Weinberge anschauen, du kannst dir die Vögel im Himmel anschauen und du kannst das Leben erfahren. Das ist erst der Beginn, Luke. Dann kannst du anfangen schnell zu fahren, dann kannst du langsam fahren, dann kannst du Spaß haben mit deinem Fahrrad. So. Balance, friedvoll zu sein, ist die Grundlage. Wenn du nicht friedvoll bist, wie willst du dein Essen genießen, wenn du nicht friedvoll bist? So, wenn du gerade an irgendwas denkst, was dich voll hast erfüllt und irgendwie nicht bei der Sache bist, wie willst du dann dein Essen genießen? Wie willst du irgendwas genießen, wenn du gerade nicht friedvoll bist? Friedvoll zu sein ist die Grundvoraussetzung und nicht das höchste Ziel. Es ist die Grundlage, ums Leben überhaupt mal schön zu erfahren, um in vollen Genuss zu kommen. Wenn du nicht friedvoll bist, dann bist du nur auf diesen Konflikt konzentriert. Dann bist du, wenn du in einem Streit warst mit deinem Freund, deiner Freundin, deiner Frau oder wem auch immer, dann bist du nur auf diesen Streit konzentriert. Dann ist egal, was ist. Du bist gerade scheiße drauf, du kommst nach Hause und du denkst nur noch an diesen Streit. Zwei Menschen, die können sich das Leben zur Hölle machen. Und so ist es, wenn du nur an diesen Streit denkst, dann achtest du auf nichts anderes mehr. Du kannst gerade im Paradies leben, du kannst gerade wunderschönen Sonnenuntergang haben, aber deine Gedanken drehen sich darum, dass du gerade an diesen Streit denkst und wie der von dir erwarten kann, dass du das sauber machst, nachdem er es dreckig macht. Zum Beispiel. Deine Gedanken drehen sich nur darum. Es entsteht alles in deinem Kopf. Wenn du Frieden mit dieser Situation schließt, dann kannst du wieder das Leben erfahren. Dann kannst du wieder die Dinge um dich herum erfahren, wenn du diese Balance erreicht hast. Ja, das wollte ich euch in dem Video sagen. Also Balance, friedvoll zu sein, ist die Grundvoraussetzung, um ein schönes Leben zu haben, um alles zu genießen. Diese Wunder der Natur. Wir leben auf einem blauen Planeten, der sich um einen Feuerball dreht. Vielleicht kennt ihr die Zeilen aus dem Lied. Und du glaubst nicht an Wunder. Einen Mond, der die Meere bewegt. Einen Mond, der das Wasser auf und ab gehen lässt. Einen Feuerball, der sich um einen blauen Planeten dreht. Und du glaubst nicht an Wunder. So, ja. Diese Wunder des Lebens, die kann man dann wieder erfahren, wenn man in Balance ist. Wenn man friedvoll ist. Ja, und macht das Leben Spaß. Macht's gut, Leute. Ciao.